Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lazy Beaks. In der letzten Folge haben wir erfolgreich zumindest den Endboss besiegt, haben nichts freigeschalten, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja Krugs töten, wenn ihr euch dran erinnert. Der Titel der letzten Folge war ja sogar Kill Krugs oder so, also Mission Töte Krugs. Aber, was ich nicht wusste, oder beziehungsweise ich dachte, Krugs wäre diese Krähe beim letzten Boss, weil, ich zeige euch gleich mal nach diesem Level, warum ich das dachte. Erstens, weil Krugs irgendwie mehr oder weniger der Name einer Krähe sein könnte, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber, wenn wir mal ganz kurz hier in die Errungenschaften gehen, dann sehen wir hier, guck mal, da ist ja sogar Scrag in the Pile, Kill Krugs ist die Aufgabe, und da ist halt dieser komische Scheißhaufen, ne? Seht ihr. Und dieser Scheißhaufen sieht halt genau so aus, wie diese Piles, die einfach beim allerletzten Boss da rumgammeln. Wo dann dieser Bär irgendwie dran rumfrisst und dann wird er voll stark und bla bla bla. Und ja, deswegen dachte ich, dass Krugs ja dann, weil ich den Bären ja schon 1000 Mal getötet habe, okay, ich habe ihn 2 Mal getötet oder 3 Mal oder sowas, aber egal, weil ich ihn schon ein paar Mal getötet habe, kann das ja nicht die Errungenschaft sein. Also dachte ich natürlich, dass es ja dann diese Krähe da sein muss. Aber nope, Leute, ist einfach nicht so. Aber von euch wusste das anscheinend auch niemand. Beziehungsweise es hat sogar jemand gefragt, ja, wie killt man denn jetzt Krugs? Der dachte jetzt anscheinend auch, dass diese Krähe das einfach ist. Ich habe da vielleicht ein paar Missinformationen gesprüht. Und zwar ist Krugs halt nicht diese Krähe, wie ich für 80 Folgen dachte, sondern Krugs ist tatsächlich der dritte Boss einfach. Der heißt einfach Krugs. Also der, oh mein Gott, das war richtig dummer Damage. Der Boss im roten Gebiet, also der dritte Boss, der heißt Krugs. Und den muss man nämlich töten. Das ist auch der einzige Boss, bei dem ich bisher, glaube ich, erst einmal war. Den habe ich aber bisher noch nie besiegt. Aber dass der Krugs halt heißt, wusste ich halt wirklich gar nicht. Aber von dem her ist jetzt heute unser Ziel, in das rote Gebiet zu gehen. Ich habe ein bisschen sehr dolle Angst davor, weil ich da halt wirklich sehr, sehr selten war und nicht wirklich weiß, was die Leute da machen. Aber gut. So, und wo ich hier gerade... Oh Gott. Ey, ich spiele hier gerade wieder viel zu risky. So richtig, ohne zu gucken. Kennt ihr das, Leute? Also irgendwie, ich laufe hier so hin und her, ohne nachzudenken. Denk so, ja, ich laufe aber hier ein bisschen rum. Und dann laufe ich einfach in den Gegner rein. Und das ist dumm. So, ich sehe jetzt aber unseren ersten Shop. Ich weiß, wir haben einen Score von 2 mit unserem Artefakt-Score. Aber ich werde den nicht nehmen, denn ich habe auch noch eine andere Errungenschaft. Oder zumindest schalte ich noch irgendwas frei. Wenn ich... Oh Gott, wie kranisch er wieder ist. Wenn ich 3 Shops hintereinander auslasse. Also das war jetzt Shop Nummer 1. Und es besteht ja sogar die Chance... Na gut, jetzt nicht mehr, weil hier schon der Boss ist. Aber es besteht allgemein die Chance in einer Ebene, dass man da 2 Shops auf einmal bekommt. Aber wir haben jetzt einen Shop ausgelassen. Heißt, wir müssen nur noch 2 weitere Shops auslassen. Und hallo, Dude. Bekommt, sag mir deine Zunge. Oh ja, die ist richtig schön. Bitte einfach hier gegendudeln. Links oder rechts ein und kehr. Hauptsache, du schnubbelst mich mit deiner Zunge ab. Also nicht mich, sondern den Pfahl da. Jeder hat da seine Vorlieben. Du stehst anscheinend auf Schmerzen in deiner Zunge. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Und wir kriegen einfach die Fähigkeit mal wieder. Wieso kriege ich die denn immer? Immer wenn ich in Bluebird spiele, kriege ich beim ersten Boss diese Fähigkeit. Das ist voll heftig. Okay, sehr schön. Das war schon mal Boss Nummer 1. Wir haben auch noch eine Aufgabe, dass wir im Friedhof keinen Damage bekommen. Also hier. Heißt, wir werden hier dieses Mal, nicht so wie in der letzten Folge, wieder Intentional Damage nehmen. Denn das... Lol, hat er gerade die Leiche angegriffen, der Geist? Okay. Weil das ist anscheinend ein bisschen dumm. Was bist du? Kenne ich dich schon? Verringert Nachladegeschwindigkeit. Um 70%? What the hell? Nope. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob wir da eine Errungenschaft bekommen, wenn wir keinen DLC-Charakter spielen. Apropos DLC-Charakter, Leute. In der letzten Folge hat sich jemand gewünscht, dass ich mal diesen Box- oder diesen Karton-Charakter spiele. Ich wusste gar nicht so richtig, dass ich den gibt. Guck mal, hier haben wir schon den zweiten Shop, den wir auslassen. Auch sehr geil. Auch der Geist. Geil, wollte ich sagen. Nice oder geil, hab mich nicht entschieden können. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass dieser Charakter ein Mod-Charakter ist, aber das ist der Mod-Charakter von dem Spiel hier selbst. Heißt, ich muss den natürlich mal ausprobieren. Ich dachte halt, das wäre wirklich so ein Mod-Charakter, den ich einfach runtergeladen habe oder so, weil die werden wahrscheinlich die meisten nicht so interessieren. Aber es ist ein Charakter von den Machern von Blazing Beats. Deswegen muss ich mir den eigentlich auf jeden Fall nochmal angucken. Werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mal machen. Ich muss auch nochmal mit dem Ei das Spiel schaffen und so. Also einige Folgen haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Und wir haben sogar einen Schlüssel, sodass wir hier gleich in den Geheimraum reingehen können. Das wird geil, Leute. Ja, was ist sonst so los? Es ist viel zu heiß. Und nein, ich bin einfach in dieses komische Ding reingelaufen. Von einem auf den anderen Tag
wurde es einfach mega heiß davor, so voll angenehme 19 Grad oder 20 Grad mit schönem Wind und sowas. War richtig angenehm. Und jetzt plötzlich wieder so 25 Grad, voll schwül und eklig. Mega doof und die Mücken gefällt, sodass ich wieder die ganze Zeit gestochen werde. Mega dumm, ich hasse das. Weil ich wohne ja einfach in einer Dachschrägen hier im Haus. Also jetzt nicht ganz oben, nicht im also schon im Dachgeschoss, aber nicht im, wie heißt das? Noch ganz oben. Nicht Keller, sondern das Gegenteil vom Keller. Dachboden, genau. Wieso verliere ich hier schon wieder so viele Leben? Nicht geil. Ja, und das heizt sich halt mega auf, schon am Morgen einfach. Und das gefällt mir nicht. Ich muss dagegen irgendwas tun. Ich tue jedes Jahr irgendwas dafür. Ich habe mir eine Klimaanlage gekauft. Ich habe mir so eine komische Jalousie gekauft, die Sonne raushalten soll. Dieses Jahr werde ich mir wahrscheinlich... Wir lassen übrigens die Kiste mal hier, weil dafür gibt es, glaube ich, auch eine Errungenschaft. Dieses Jahr werde ich mir wahrscheinlich solche Glasfolie holen. So eine Spiegelglasfolie, die Gläser so ein bisschen abdunkelt. Und dass sie von draußen dann nicht mehr reingucken können, aber man von drin schon rausgucken kann. Wie bei der Polizei, Leute, wenn sie ein Verhör haben. Dann kennt man das doch auch, oder? Diese Spiegelfolien. Und das soll anscheinend auch dagegen helfen, dass zu viel Licht in dein Zimmer kommt. Beziehungsweise, dass es wärmer wird. Und das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren. Und wo wir schon von Hitze reden, Leute. Wer macht was gegen Hitze? Ein Kühlschrank. Tolle Überleitung. Und mein Mini-Kühlschrank ist leider kaputt gegangen. Ich hatte einen Mini-Kühlschrank in meinem Zimmer. Da hatte ich immer, also so einen richtig kleinen Mini-Kühlschrank. Da haben vier 0,3 Liter... Oh Gott, kleiner Geist. 0,3 Liter Energy-Drinks reingepasst. Fand ich richtig angenehm, weil dann musste ich nicht immer in den Keller laufen, der einfach mindestens 20 Treppenstufen weg ist. Das war sehr, sehr angenehm. Und den hatte ich halt genau neben mir stehen. Der war wahrscheinlich ein bisschen viel zu laut. Also man hat ihn wahrscheinlich auch schon ein paar Mal in Aufnahmen gehört. Und jetzt war es halt so weit, dass er wirklich ultra laut geworden ist. Also so richtig, richtig laut. Der ist so richtig ausgetickt. Und daraufhin habe ich es ihn mir dann mal angeschaut. Dachte mir, ja, das kann ich bestimmt irgendwie reparieren. Habe ich ihn hinten aufgemacht, habe gesehen, der Auspuff. Mir fallen heute schon wieder gar keine Nomen ein. Geil. Ja, halt das Ding, das Luft rauspustet. Luftgebläse, das Gebläse, nennen wir es Gebläse. Dass das Gebläse halt richtig krass verschmutzt war. Und man kennt es ja, dass wenn das verschmutzt ist, dass es dann auch mal ein bisschen lauter wird. Habe ich den also aufgeschraubt, ein bisschen sauber gemacht, einfach mit Klopapier, ein bisschen feucht gemacht und dann direkt davon weggenommen. Dann wieder zusammengeschraubt, am Strom angeschlossen. Und was macht dieses Scheißding? Es macht einfach genauso wie Bogi hier gerade. Puff! Einfach puff! Und jetzt geht er nicht mehr an. Also irgendwie einen Kurzschluss habe ich da gemacht. Richtig behindert. Ich hasse es. Wir gehen ins rote Gebiet. Weil hier Krux sein muss. Oh Gott, ich hasse das rote Gebiet. What are they doing? Ich weiß doch nicht, was die Leute hier machen. Wir lassen uns einmal treffen. Einfach vor the Lulz. Ach cool, alles verdoppelt sich. I like. Ja, hat Puff gemacht. Also ich kenne das von meinem... Hilfe. Wie viel Damage machen die, wenn die treffen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich kenne das von meinem Netzteil. Also ich hatte mal ein Netzteil, wo man so einstellen konnte, ob 120 Grad oder 240 Grad Eingangsspannung. Also halt Amerika oder Deutschland. Also in Deutschland haben wir 240 Grad, in Amerika sind das anscheinend 120 oder was. Und das konnte man da einstellen. Warum auch immer das überhaupt erlaubt ist, dass sie sowas in Deutschland verkaufen. Richtig behindert. Man hat für alles Normen, aber für so einen Scheiß darf man trotzdem 120 Volt einfach kaufen. Richtig dumm. Wie dem auch sei, ich hatte das dann leider auf 120 Grad, nein, auf 120 Volt gestellt gehabt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, ich werde gleich sterben, weil ich so gar keinen Plan habe, was die Leute hier machen. Ja, 3 Damage macht er. Alles klar. Läuft bei dir, wir sind tot. Aber wir haben die Banane freigeschalten, Leute. Jedenfalls hat sich dann mein Netzteil natürlich mit einem ultra krassen Knall, also noch doller als bei dem Mini-Kühlschrank, oh, ich hasse dieses Gebiet jetzt schon wieder, verabschiedet. Gott, okay. Ey, was ist denn das? Ich hasse dieses Gebiet. Ich glaube, diese... Oh mein Gott. Ich glaube, diese roten Viecher greifen nur an, wenn man selber schießt, ne? Wenn man die angreift oder sowas. Irgendwie sowas war das. Das heißt, wir lassen diese roten Viecher jetzt in Ruhe. Ich habe schon wieder all meine Leben verloren. Ich hatte 6 Leben. Ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Ich hasse Alis. Aber irgendwie ziehe ich das anscheinend auch an, dass Sachen bei mir explodieren. Weil ich hatte... Ich habe keine Artefakte. Ich hatte auch mal ein elektronisches Keyboard.
Und das hatte nicht mal so eine 120 Volt und 240 Volt. Und es ist trotzdem explodiert, nachdem ich es einfach in die Steckdose reingesteckt habe. Das war nicht das, das war gar nichts und es macht trotzdem einfach Ping. Ich hasse das. Also irgendwie, Stromstecker mögen mich nicht. Irgendwann geht Technik bei mir kaputt und explodiert einfach. Keine Ahnung. Richtig weird auf jeden Fall. Irgendjemand muss mir mal diese roten Dinger erklären. Ich verstehe die überhaupt gar nicht. Oh mein Gott, ey. Okay, ich will doch einfach nur den... Ja, okay. Dich, Gebiet. Ich hasse dich. Ja, schon. Genau das. Mann. Ich habe wieder gar keine Leben. Ich will doch nur Krux besiegen. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Wie soll ich so Krux besiegen? Da erzähl mir das, du rotes Mistvieh. Ich hatte 6 Leben, als ich hier reingekommen bin. Jetzt bin ich im zweiten Raum und habe gar nichts mehr. Mann. Ey, ohne Witz. Was soll ich denn mit einem Leben machen? Selbst wenn ich jetzt zum Boss komme, ich schaff den doch nicht. Ich schaff den doch nicht mit. Mann! Okay. Leute, wir regen uns das nochmal ab. Ich habe 2 Ebenen Zeit, mich abzureagieren. Ich werde jetzt nochmal zur dritten Ebene spielen. Und dann besiegen wir hoffentlich Krux, ja? Ja, Spiel? Bitte? Danke. Bis gleich. Okay, also bis ins dritte Gebiet ist wirklich mega einfach hinzukommen. Aber das dritte Gebiet ist dann halt mega scheiße. Ich werde nie wieder ins rote Gebiet gehen, by the way. Okay, so, diesmal haben wir sogar 7 Leben, ja? Wir haben 7 Leben, genau dieselbe Waffe wie eben. Ich brauchte jetzt 7 Minuten. 7 Leben, 7 Minuten. Leider 8 Münzen, verdammt. Für das rote Gebiet. Ich werde jetzt gar nichts mehr erzählen. Ich werde mich einfach hundertprozentig auf diese fucking Ebene konzentrieren. Und hoffen, dass ich hier mal irgendwas überlebe. Okay, so, wir müssen jetzt mal ein bisschen Plan rangehen. Die Viecher hier, die ziehen mega viel ab. Die machen aber nur 2... Die schießen nur 2 Dinger. Aber wenn sie treffen, dann machen sie 3 Leben Damage. Okay. So, diese roten Viecher greifen anscheinend nur an, wenn man sie hittet. Hier, man greift sie an, dann schießen sie mit 3 Dingern zurück. Man greift sie an, dann schießen sie mit 3 Dingern zurück. Also das ist deren Ding. Deswegen sind die auch so gut im mich hitten, weil die halt immer genau dann angreifen, wenn ich angreife, you know? Macht das irgendwie Sinn? Auf jeden Fall sind die so drauf. Okay, habe ich jetzt auch verstanden. Super toll. Wir werden sofort zum Boss gehen, sobald er sich blicken lässt. Schon mal so, guck, der greift nämlich auch mehr an. Normalerweise denkt man nämlich, dass die Gegner halt irgendwann angreifen, so nach einem speziellen Muster, dass sie halt dann, ja, ich greife alle 10 Sekunden einmal an, deswegen hat man eigentlich immer relativ viel Zeit, gegen die Gegner anzukämpfen. Dass man dann einfach nur reagiert, sobald sie angreifen. Aber die roten Viecher, die greifen halt permanent an, weil du ja auch die ganze Zeit angreifst. Und deswegen sind die so kacke. Deswegen habe ich sie erst nicht gerafft. Aber jetzt weiß ich deren Trick und jetzt können sie gar nichts mehr. Oh, jetzt haben die mich jetzt 2 Mal mit demselben Trick vernichtet. Garantiert davor auch schon irgendwann mal. Hä, greifen die auch immer nur genau dann an, wenn man sie angreift? Sehr merkwürdiges Gebiet auf jeden Fall. Mann, der trifft mich halt trotzdem. Bitte lass das so. Lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Ein Witz! Wie scheiße ist das? Ich weiß ja nicht mal, was der dritte... Ah! Was der dritte Boss überhaupt kann. Warte doch mal. Macht mal bitte kurz gar nichts. Kann ich bitte einmal chillen in diesem Gebiet? Was ist das für ein Drecksgebiet? Das ist wirklich das schlimmste Gebiet von allen Gebieten. Warum ist das denn nicht das letzte Gebiet? Das letzte Gebiet ist ein Pups dagegen. Jetzt war ganz... Ich hab wieder nur ein Leben. Ah, ich will nicht mehr. Könnt ihr mir Leben geben? Bitte. Ich habe nur noch 2. Oh Mann. Ey, dann spiele ich hier immer 10 Minuten, dass ich hier hinten hinkomme. Ja, irgendwie greifen die auch nur genau dann an, wenn man sie hittet. Das ist so merkwürdig, dieses ganze Gebiet. Man darf hier einfach nicht permanent auf die Gegner schießen, weil die zahlen dir das einfach heim. Instant. Oh, bitte geh doch einfach weg. Wieso kommst du in meine Ecke? Das ist meine Ecke. Nicht deine, meine. Oh Gott, das war schon wieder mega knapp. Bitte. Mann, warum sind das solche Sonic-Leute? Ist das alles behindert? Ja, die greifen auf jeden Fall auch genau dann an, wenn man sie angreift. Also die Roten und diese Schneckchen, die reagieren einfach auf mich. Die sind nicht von sich aus proaktiv, sondern die reagieren einfach nur auf mich. Kann mir so eine Zitze bitte Leben geben? Sonst geben die doch auch immer Leben. Wieso nicht this time? Machen die eigentlich auch irgendwas? Die laufen auf einen zu und wollen einen fressen, ne? Aber sonst nichts. Okay, da kann ich doch mit leben. Bitte, 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 bitte geben Sie mir ein bisschen Leben. Bitte. I need some life. Ich habe leider nur eine Sache abzugeben. Leben? Eine Münze. Wow. Erhöht die Chance auf mehr erbeutete Artefakte. Wow. Bringt mir alles gar nichts. Wuhu. Yay. Große Kristallkanone.
Was soll ich tun? Ich nehme sie mit. Keine Ahnung, was sie macht, ob sie gut ist oder nicht. Nehmen sie mit, wir sind hier beim Boss. Na, oh, okay. Sie hat auf jeden Fall eine nette Reichweite und trifft mehrere Gegner auf einmal. Wir sind ein kleines Pikachu. Finde ich gar nicht so kacke. Anscheinend kann man diese Steine nicht angreifen, wenn sie in Steinform sind. Also zumindest macht man denen dann keinen Schaden. Oder das bringt jetzt nichts, weil wir einfach Elektroschocke machen. Und Stein gegen Elektro ist nicht so gut, wie mir Pokémon schon mal beigebracht hat. Schreibt es jetzt in die Kommentare, wie lange werde ich beim Boss überleben? Was denkt ihr? Schreibt es rein. Also ich tippe auf 3 Sekunden. Die erste Attacke von dem wird mich einfach instant töten. Ja, Krugs, aber mit K geschrieben im Deutschen. Das ist ganz... Oh, wir kriegen ja sogar ein Leben dazu. Ja, geil. Ich kann ihn nicht angreifen. Das gefällt mir ja auch richtig gut. Wann kann man ihn angreifen? Jetzt? Okay. Aha. Kann er noch mehr? Er schreit komisch rum und macht Dinger von oben, die runterfallen. Aber man kann diese Kristalle anscheinend vernichten, wenn man sie angreift. Okay, kriegen wir noch hin. Alles easy. Links, rechts, geradeaus. Oh, er wird schneller. Oh, er wird schneller. Ich lebe noch. Ich bin tot. Es ist einfach nicht möglich. Was ist denn das? Oh, nein. Ich werde nochmal zu ihm hingehen. Was soll ich denn machen? 10 Minuten hinlaufen. Ja, go, go. Wir probieren ihn nochmal aus. Das wird heute noch was. Diesmal, ich werde immer schneller. 6 Minuten habe ich das diesmal geschafft. What the fuck? Ah, ein Raum vom Boss, ein Raum vom Boss. Okay, wir lassen alles in Ruhe. Ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Okay, Leute, ich habe 3 Leben und 5 Max-Leben, die auch noch runtergehen dürfen. Meine Anfangswaffe leider noch, das ist das Allerschlechteste. Aber ansonsten eigentlich sehr viel Geld und so. Oh Gott, ich habe sehr viel Geld. Oh, gehe ich das Risiko ein, nochmal in einen Shop reinzugehen, meine Artefakte abzugeben? Ach du Scheiße, ich habe ein richtig schlechtes Artefakt dabei, das alle Herzen wegpackt, wenn ich getroffen werde. Ja, komm, egal. Wir gehen jetzt zum Boss und vernichten ihn jetzt einfach mit diesen 3 Leben und unserer Anfangswaffe. I don't fucking care. Ach, wir haben sogar 5 Leben, genau. Ah, weil wir so viel Geld haben. Stimmt, das kommt ja noch dazu. Guck mal, die Waffe ist jetzt sogar viel besser als die wir vorhatten. Oder? Ich glaube schon. Keine Ahnung. So, let's go. Krugs. 4. Try oder so. Oh, man macht die sogar one-hit. 4. Try oder so. Diesmal vernichte ich dich. Diesmal ist das richtig easy. Ich weiß nicht, warum ich solche Probleme hatte. Jetzt ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Gott, ich hasse diesen Typ. Ich hasse das rote Gebiet. Also der Typ hier ist gar nicht so schlimm, aber das rote Gebiet ist einfach richtig behindert. Weil ich einfach nicht raffe, wie man da richtig gut aussieht und so. Ja, okay. Der Boss ist jetzt ja richtig einfach. Oh Mann, ey. Ja, mach halt deine komischen Kristalle. I don't give a shit. Ich komme dich nie wieder besuchen, wenn du jetzt einmal tot bist. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Also lass dich einfach vernichten. Dann hast du nie wieder Spaß mit mir. Mein Brain. Ich gehe richtig kaputt an diesem roten Gebiet. Wollte immer wieder dahin laufen zu müssen. Das ist richtig kacke. Ja, schrei dich zu Tode. Ich will, dass du stirbst und jämmerlich verreckst. Denn du bist keine süße Katze. Nicht wie bei Stray, bei diesem PS5-Event, das sie vorgestellt haben, wo man eine Katze spielen kann. Habt ihr das geguckt, Leute? Habt ihr die PS5-Reveal geguckt? Habt ihr angeguckt, wie die PS5 jetzt aussieht? Kauft ihr euch die PS5? Kauft ihr euch Stray? Ich bin zu langsam! Hilfe! Er ist tot. Kriegt er eine zweite Form? Nein, er ist einfach tot. Squack in the pile. Wir haben's endlich geschafft, nach einem 5-milliardensten Versuch. Oh mein Gott, okay, mir ist jetzt auch alles egal. Ich habe gar keinen Bock mehr, Leute, ich habe gar keinen Bock mehr. Wir beenden jetzt hier diese Folge. Wir haben Squack the Pale hinbekommen. Ich lasse mich jetzt kurz umbringen, Leute. Keine Ahnung. Ich schaffe hier sowieso nichts mehr. Und ich muss hier auch nichts mehr schaffen. Los, töte mich! Ups. Ja, fress mich auf! Du darfst mich fressen! Danke, nochmal, friss mich! So, jetzt sollten wir irgendwas Neues freigeschalten haben. Ach, man schaltet gar nichts frei, man kriegt nur diese Errungenschaft? Hä, wie lame ist das denn? Okay, ich glaube, ich habe diese Fähigkeit hier bekommen. Also ich habe auf jeden Fall eine neue Fähigkeit, die ich noch nie gefunden habe. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht angezeigt worden ist, ob man es freigeschalten hat oder nicht. Aber ich glaube, das da haben wir freigeschalten. Muss ich halt dann nur irgendwann mal finden. Ja, ziemlich safe, dass das ist. Okay, so, dann spielen wir beim nächsten Mal diesen eigenen Charakter, diesen Box-Charakter, weil sich das jemand gewünscht hat. Ich bin zufrieden, wie das jetzt heute gelaufen ist, auch wenn das ein bisschen lang gedauert hat und mich voll vom Ausrasten gebracht hat. Habe ich aufgenommen? Danke, ich habe aufgenommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.